liebe Freunde, hier sind wir wieder. Mein Time at Zentrock und hier sind wir mit Sandwich Fred, der sich mit einem schönen Sandwich hier am Morgen ein bisschen stärken möchte. Denn Sandwiches geben Kraft. Und noch ein bisschen mehr, nämlich auch nochmal diese kritische Trefferquote. Das kann man immer mal gebrauchen, so im Stau oder so. Und dann, ich habe ein Sandwich gegessen, jetzt mal die kritische Trefferquote erhöht. Bei den Pylonen umfahren oder so im Stau. So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir wollen es natürlich nochmal versuchen, uns hier durchzukämpfen. Nicht am Fischteich hier. Okay. Was für ein Gewimmel. So. Ich habe jetzt das Runeom hier. Oder Runeom. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Nochmal ein bisschen versucht zu boosten. Damit es so ein bisschen mehr Schaden noch macht. Dann haben wir jetzt auf Stufe 65. Macht damit immer noch nur ein kleines bisschen mehr als Stufe, als die alte LX 67 auf Stufe 50, muss man sagen. Also das Ding ist schon echt herausragend, egal was man sonst hier so bastelt. Das finde ich immer noch wirklich gut, vor allem durch die Fernkampfangriffe. Aber hier, um schnelle Nahkampfsachen zu machen, finde ich die Dolche doch gar nicht mal so schlecht. Das Scharfschützengewehr für Fernkampfschaden bin ich auch nicht so übel. Du teilst halt einfach schneller damit aus, bist natürlich dann auch ein bisschen... ja, näher dran am Gegner, muss man sich überlegen. Aber damit wollen wir es auch mal versuchen. So, hier kommen wir noch ein bisschen nebenbei was verdienen. Wir müssen uns die ganzen Krempel ja auch verdienen. Was will er denn jetzt schon wieder? Was? 13.000? Oh, yes. Für zwei fortgeschrittene Kochstationen. Uff. Das ist aber... Halleluja, Honigsammlung hier haben. 19 alle 2 Sekunden, ja. Was braucht man denn dafür nochmal? Muss ich mal gucken. Das ist aber... okay, das machen wir. 19.000, 13.000 ist schon... puh. Da ist ja hier der neue Anstrich fürs Haus finanziert, muss man sagen. Das ist ja ein Ding. Da können wir uns eine LED-beleuchtete Garage für Blümchen leisten. Das ist ja... unglaublich. So, Honigsambo. Also zwei Kochdinger. Ganz schön teurer Herd eigentlich. Hier. Ja, auch hier ist die Inflation anscheinend durchgeschlagen. Also. Ja, kann man machen. Was gibt das? 19, also das ist nicht wirklich viel, ne? Mal so, wie viel wollte sie da haben? 6, 7, 12. Mal gerade gucken. Die Utensilien finde ich gar nicht mal so schlecht, wie das jetzt hier aussieht. So ein bisschen Ordnung im Chaos. Zumindest hier in dem Bereich. Honig Sambo mit ein bisschen Tango. Du hast schon eine Aufgabe an dieser Stufe. Okay. Wir müssen wohl mal was ausliefern. Da steht doch niemand. Immer schön links und rechts gucken, wie über die Gleise läuft. So. Du weißt, rosa Zauberer ist heute unterwegs. Hey! Howdy! Hau dich auch, ja. Ach ja. Thank you. Flabams, Dankeschön. So, dann haben wir schon mal. Ja, Burgess. Genau, wir bauen die Welt wieder auf. Aber es gibt so zu lachen. Nein, das tue ich auf keinen Fall. Was? Du brauchst die Welt nicht wieder auf? Was ist los mit dir? Ist jetzt hier dystopisch geworden. Was steht da? Komm rein und ist etwas, okay. Viele der Bäume, die man im Dorf sieht, haben sich vor nicht allzu langer Zeit gerade noch am Leben gehalten. Ja, Kirche auch. Das Abholzen dieser Bäume könnte uns in die Zeit nach dem Relikttausch zurückversetzen und ich glaube nicht, dass das irgendjemand von uns will. Ich fäll doch gar keine Bäume mehr, hör auf! Ich erspare euch die wissenschaftlichen Spitzfindigkeiten, aber unser Boden braucht diese Bäume, um Leben zu erhalten. Oh, Sandy läuft hier rum. Und jetzt, Burgess? Selbst das Fällen des einen oder anderen Baumes ist eine gefährliche Angelegenheit. Der hat so ein Baumtrauma. Ich weiß nicht, was in ihm los ist. Ich habe einmal einen Kaktus gefällt und wenn die Sorge um die Umwelt spießig ist, ich will ja gar nicht angesagt sein. Ja, aber abgesagt immer zu sein, ist auch nicht so schön. Oh ja. Yeah. That makes sense. Das gibt Sinn, ja. So, zwei Leute, die hier stehen, stimmen dir zu. Nee, eigentlich nur einer, Burgess. Das Thema der heutigen Predigt ist... wieso, gibt noch ein Thema?
Die Zuschauer warten, die Menge, Vergebung. Okay, vergib mir. Hier dem 200 Golds. Vergib mir. So, auf Wiedersehen. Das ist ja nervig hier. Okay, sonst ist aber hier noch schönes Ausdauer. Ne, brauche ich jetzt nicht. Können wir uns also keinen antrinken heute. So, noch irgendwas zum Ausliefern im Headmistern für heute. Jo, was ist mit dem Ding denn? Okay, müssen wir mal schauen. Ah, unsere Frau, sie sehen sie auch mal wieder. Hallöchen, Elsie. Sweetness. Ja, dein Paar, wann kommt er denn endlich? Du hast schon 7000 Mal gesagt, dass er zum Essen vorbeikommt. Apropos. Ne, warte mal. Lebenspunkte. Vielleicht haben wir ja Glück. Okay, immerhin ein Gourmet und einmal bäh. Ja, 50-50, so ist das hier mit Essen. Hey Nemo, sieh mal McDonalds ein bisschen. Weiß man auch nicht, ob man danach satt ist oder noch Hunger hat. Waff, waff, waff. Ja, aber nicht an den Gleisen. Sonst haben wir wieder ein Unglück hier. Und ich kann wieder eine neue Brücke bauen. So gut zahlen die auch nicht mehr, nachdem ich jetzt hier fertig bin mit dem. Mit dem Kochgerät hier. Sammlung. Das machen wir mal. So, hey Banjo. Hast du wieder verärgert? Ja, niemand. Ja, das soll ich dir jetzt glauben. Ja, ja. Ich bin gespannt, wenn man die Tierchen mit in den Kampf nehmen kann. Beißt sich vielleicht Banjo irgendwo an einem Gegner fest oder so? Sieht interessant aus. So. Das heißt, das haben wir gleich fertig. Dann können wir das schnell ausliefern. So, eins fehlt noch. Habe ich den Speer noch nicht gekriegt oder was? Oder wie? Ah, steht er doch. Holt den dann ab. So, wunderbar. Legierter Speer. Okay. Was ist euch los hier? Okay, cool. Wir stehen auf dir. Komm mal lieber mit. Und bist du ein Plattergecko? Warum ist hier ein Misthaufen? Nein, nicht du. Das Braune. Du bist grün. Nicht durch den. Ihr seid da durchgelatscht. Also du kommst mir nicht in meine Tasche mehr. Au, kann das sein, dass unser Vertrag ausgelaufen ist mit unserem. So, keine Aufträge mehr für heute. Ja, ich sehe auch keinen Roboter. Okay, dann müssen wir da mal wieder. Oh. Immer wieder was Neues. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Ich habe noch gar nicht gesehen. Hier buddelt er hier. Ist, Da komm mit Gecko. Ein kurzen Beinchen. da ist er ja. Weg da, Touristen, das ist mein Roboter. So, Gesindel. Mieten! Jawohl! So, das sind wieder 2000. Genau, fahr über die Rosario ruhig rüber. Macht nichts. Kommt eh nochmal neu. Das Klone hier. So, wunderbar. Da können wir noch was ausliefern. Hallo, Herr Tourist. Nicht mein Name, ne. Hübscheriff. Ich hoffe, du hast alles im Griff hier. So. Heute gibt es mal einen dicken Fisch für dich. Ah, der ist nur 4? Ist auch wieder verwöhnt. Nee. Also, hey Burgess, tolle Rede heute. Ganz viel Publikum gehabt. Wow, toll. Ja, ich könnte es auch in der Luft riechen. Spüren, dass du hier bist. Hey Justice! Hast dein Pferd wieder gefunden. Hier ist dein Speer. Thank you. Plump. So, 3712. Der muss echt gut verdienen hier. Ich sollte mich auch selber zum Sheriff nennen. Ich habe gar keine Anzeige. Ach, ich hab's fast geahnt. Na gut, komm, wir gucken auch nicht wieder ab. Hier, was gibt's denn so Neues auf der Baumfront? Getrockneter. Ich habe auch noch ganz staubtrockenen Fisch, so von Folge 200 in irgendwo eine Truhe. Den kannst du ihnen als Fischfossil schicken. Dann denken die bestimmt, wow, hier gibt's ja tolle Relikte. Hey, Trudi, skandalöse Frisur. Hallo. Wir kennen schon. Hallo, Chen. Avio. Also machst du Konkurrenzbeobachtung oder was machst du hier? Ja, ist zufrieden. Durch die Freundschaft mit dir fühle ich mich jetzt wie ein echter Sandrocker. Ein Teil der Familie. Hm? Du kommst hier aus Sandrock? Also, ich bin trotzdem froh, dass wir Freunde sind. Ja. Du bist ein Teil der Familie, den man gerne mal ignoriert, aber am Geburtstag trotzdem auftaucht. Na gut. Das soll man machen. So, also okay aus, gut, dann
Tampel mit Standard abonnieren. Genau. Und hier beim Handwerker vorbeikommen und ich sehe grün. Und Aufträge aufgeben. Hilfe. Sehe ich denn alles grün? Nach jedem Geräusch. So, was haben wir denn für die Schönes? Ja, so ein Stuhl. Nein, das ist Quatsch. Ein Teppich kannst du bestimmt auch nicht gebrauchen. Was ist das hier? Nano-Röhrchen. Naja, das ist was für, zum Trinken braucht. Ja, meine, so. Schauen wir mal. So, hier ein bisschen Gewürz. Das kannst du deine Banane würzen. Dann schmeckt das alles ein bisschen besser. So, das rutscht gut. Brennt eh im Hals. Ja, kann man eh nichts gegen machen. So, das haben wir. Wunderbar. Als Honig-Sambo. Können wir also auch ausliefern. Wo ist die da oben? Da, okay. Hm. Die Frage, ob wir hier irgendwo Logan sehen oder ist der in der Wüste? Weil mit dem wollte ich eigentlich losziehen. Oder wir schnappen uns Unschuhe. Wäre natürlich auch noch Mira eine Möglichkeit. Hm, wir brauchen hier schon jemanden hier mit Kämpfern. Der ist an der Gecko Station. Jups. Gecko Station! Schnell zur Gecko Station! So, weg da, Lieschen, ich muss fahren. Ich bin Handwerker. Notfall! Ja! Gib Gas! Ich sehe wieder schwarz. Ah! Oh, ja, danke schön. Sehr unkomfortabel. Ups, ah, hier, halt, halt! Hier! Und nein, nicht du! Der Typ da, hallo! Hier geblieben! Hey there! Hey there! Sprich mit dir oder mit den Ziegen? Ich kann den gerne mal so einen Schlafsack hier rauslegen oder so, wenn du willst. So, komm mal mit, mein Freund. Klar, warum sagst du nicht mal, schließlich gehört das Dorf genauso dir wie mir, oder? Das dir? Ich hab das gekauft. Ich werd's kaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Kampfkleidung ist. Nimmt dich doch keiner ernst. Ja, so, direkt aus Miami Vice raus sieht das ein bisschen aus. So, wie viel Drogen hast du denn in deinem Gepäck hier, hm, Rambo? Ja, okay. Ja, gut. Warum nicht erproben? Wir können ja auch. Ich bin auch hier mitreißen. Entschuldigung. Wo sind wir denn hier? Schrabbans. Hallo? Ah, ja. So, da sind wir ja. Der große Handwerker Fred und der furchteinflößend angezogene Logan. Ja. So, wo sind wir hin? Da sind wir. So, folgt mir! So, Gecko ist auch noch dabei. Ah ja, gut, der kann sich an die Gegner festkrallen und sie zum Fallen bringen oder so. Keine Ahnung. Ja, wir sehen. So, wir müssen uns erstmal hier eine andere Mütze natürlich anziehen. Das sieht da so ein bisschen peinlich aus. So, unser Kampfhelm, der liegt schon mal. So, wir haben hier... Sandbären brauche ich nicht. Wir haben hier Medizin, wir haben hier noch was zum... Boosten. Wir haben die gehackten Fischköpfe, die wir uns dann reinwürgen müssen während des Kampfes. Boah. Na gut. 800, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das hier, Sandbären sind eigentlich überflüssig. Dann die Sandwiches habe ich ja schon. Das gibt nochmal das. Das ist feinsaurer Fisch, den haben wir da drin. Was haben wir hier noch? Gibt plus 6 Verteidigung für 60 Sekunden. Das ist auch nicht so viel. Es gibt nochmal Lebenspunkte, das erhöht nochmal die kritische Trefferquote, aber auch nur eins. Ja, am Schluss wird es ja ein bisschen zäh, wenn dann diese sehr harten Giegler kommen, diesen vier Lebenspunkten. Das ist ein bisschen nervig. Die geben 15%. Hm. Auch nur für 15 Sekunden. Hast du vielleicht 3, 4 Treffer? Dann war es das im Grunde. Hm. Ja, wir müssten dann doch noch mal ein bisschen was mehr kochen. Verteidigung. Das gibt 110, das gibt 26. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Ne? Feiner Tomatenfisch gibt 229. Wir müssten noch mal eigentlich was machen, was mehr Schaden macht. Mal den
bis wir diesen Typ dann am Ende runtergekloppt haben. Das dauert alles viel zu lange. Kritische Trefferquote plus 13. Naja, gut, können wir mal versuchen mit dem leckeren Sandfisch und geheimer Soße. Ich muss mal ein bisschen mehr auf Offensive setzen. 75. Jo. 36% Verteidigung auch nicht so schlecht. So für einen Notfall. 110 oder das? Ja. Hier haben wir auch nochmal was zum Not. Kommerz. So. Gut, gut, gut. Darf ich noch nicht vergessen. Also kritische Trefferpunkte. Hier auch nochmal. Verbrauchen wir das zuerst, das für eine Endbosse und dann hier Verteidigung erhöhen, wenn es kritisch wird und heilen. So. Nogun, ich habe dir das alles mitgeschrieben. Torpedo. Blum, blum. So, jetzt haben wir noch nicht essen. So, Logi, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier so machen können. Wir brauchen einen neuen Jagdmann-Anzug und einen Speer. Also konzentrier dich. Du auch, Gecko. Immer schön in die Gegner reinbeißen. Was haben wir hier gekriegt? Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, naja. Da hätte ich mir jetzt lieber was anderes gewünscht. Würde ich sagen. So, was haben wir denn hier jetzt? So, Logan rennt schon mal gleich los hier. So, was willst du hier? Weg mit dir, Zuck, Kupp, Spack, Zack, Pump, aus dem Haus. Ja, hier ist noch einer. Hey! Gut, wenn du willst. Ach, diese Rindviecher wieder. Okay. Naja, wir machen Energiesteine, Florett. Huch, Entschuldigung, das sieht man, wir sehen. Fass, Gecko, fass! Hey, mal auf, so drauf. Jawohl. Ja, die Kanonen heben wir nochmal auf. Das lohnt sich jetzt. Was soll er machen? Lohnt sich ja gar nicht. Noch was drin? So, wo sind sie denn? Ah, ja. Komm her, komm her. So, komm her, du heimtückische Hummeise, du! Honigfresser! Oh, aua! Hey, ist doch gut! Auf die Gecko! Krieg ihn zum Stolpern! Schon wieder diese heimtückischen Hummeisen. Ich sag, das sind kleine versteckte Bestien. Die sehen nur so niedlich aus. Oh. Nimm dies, du Rindvieh! So! Hei. Ich kann's mal nicht hier. Ein bisschen zu viel, ne? Hurra, hurra, genau. Ah, Bums, jawohl. Hey, nicht von hinten. Hallo? Das ist unfein. So, du Rindvieh, nimm das nicht an mein Gecko gehen. So, oh, Logan hat schon ein bisschen was passiert hier. Ey. Schreck dich doch. Hey, immer wieder Ruhe, Freunde. Mach mir das Ding hier nicht kaputt.
Gecko, die Kanone! Autsch! Und nochmal, zack, Punkt, auf die Haus, so. Nimm dich so Grillhorn, zack. Und auch du, fiese Ameise. Nicht mit Brokkoli-Saft schmeißen, das ist ekelhaft. So, jetzt kommen nach die Ameise fertig. Logan. Ah, hier ist das. Kriegst du nicht, oder was ist los? Alter Falter. Ey, nicht direkt. Hallo, ich werde noch gar nicht dran. Du cheatet. Hallo? Weg mit dir, Mumpi. So. Na. Treffer versenkt. Jawohl. So, haben wir hier noch Munition, ja. Ui. Tada. So, das ging ja flott. Wunderbar. Ui. Oh, Logan, alter Junge, hast du sehr gut gemacht. So, wollen wir hier rüber, ohne uns eher grillen zu lassen. Denn hier? Okay. Das sind hier komische Geräusche. Ich bin erschrocken. So, alle heil rüber. Sehr gut. Mal gucken, was wir hier kriegen. So, wieder eine S-Belohnung. Wir kriegen hier 30 Token. Sehr schön. Was ist denn hier? So. 32. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben wir schon 1238. Ja, langsam lohnt sich's. Langsam lohnt sich's. Da habe ich keine Lust, das jetzt noch zu zacken. So, das war doch jetzt mal durchaus flott. Klacke, die Klack, Klack. Wie viel haben wir denn? What the hell? Wir sind schon so spät. Komm, Logan, dann machen wir aber schnell was, damit sich der Tag lohnt. Sind sie denn? Folgt mir, Kinder! Gut. Also mit Logan geht's besser, muss man sagen. Wo bin ich denn hier? Bin ich noch in Sandbock? Ja. Muss näher dran. Ja. Okay. Flop. So, machen wir noch einen kleinen Mittagstisch. Das haben wir uns jetzt verdient. Ich hoffe, der Owen hat noch offen in seiner Bude. Jetzt müssen wir die romantischen Feuerwerksdinger machen. Ja. Weiß nicht, ob Romantik jetzt so Logans Ding ist, obwohl so wie angezogen ist, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Hey Owen, Gäste! Aber die Küche ist noch nicht kalt. Ihr könnt so da. Okay, dann bestellen wir uns einfach, was wir wollen. So, Logan, wir sind ja super passend angezogen in zwei. Hast du gar nicht so solche Tattoos hat hier. Sehr gewagt. So, wir geben ihm erstmal ein schönes Geschenk dafür, dass er mitgekloppt hat hier. Hallo? Ja. Ja, was können wir denn ihm schenken? Was braucht hier so eine große Alte? Er natürlich. Ein
Teppich aus Tierfell. So. Oh, immerhin, siehst du? Kann man einen Teppich, kann man mal gebrauchen. So, vielen Dank. Was, was machst du so noch der Arbeit? Klar, jemand muss die Fußstapfen meines Vaters ausfüllen, das Dorf sicher halten. Ich glaube, ich bin kaum dafür geeignet, aber ich bin der Beste, den wir haben. Ja, wir sind alle verzweifelt. Okay, dann gucken wir mal, was haben wir sonst? Was sind so deine... Was sind deine Hobbys so? Aber so, schau, ich bin in Kopfgeldtafeln vorbei. Wenn es langsam vorangeht, bin ich nicht so schade, das Taschengeld auszugeben und ein paar Ärgernisse wegzustecken. Es gibt eine Kopfgeldtafel. Okay. So, was sind denn so deine Lieblingssachen? Sammelst du gerne Briefmarken oder sowas? Da kann nie genug Schutz haben. Damit meine ich jede anständige Feuerwaffe. Klar, ich habe hier meine treue alte, aber zum Ersatz zu wechseln ist immer besser als nachzuladen. Das sage ich zu Elsie auch immer. Okay, das hat sich mal meine Waffen sammeln. Sind aber gut. Ich habe keine Vorlieben. Was? Aha, okay. So. Hi, wenn der Bratreis. Ja, das geht ja noch. Ist auch nicht so teuer. So. Blende süß-sauer. Das klingt doch schon mal gut. Frittierkäse-Sandwich. Ja, genau. Das können wir gebrauchen. Das ist extrem salzig. Bestand nicht nur aus Brot und Salz. Und zum Abschluss, dann nehmen wir noch einen schönen Kuding-Tee. Ist das eigentlich neu? Dann nehmen wir noch ein schönes zum Runterspülen. So, weg damit. Das sollte uns am Laufen halten. So, wunderbar. Das war sehr vergnüglich mit dir, Logan. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Klopperei hier in Sandrock. Verdammt, hätte ich nicht gedacht. Du wusstest nicht, dass man hier in der Stadt so eine gute Zeit haben kann. Du machst einen Großstädter aus mir, Fred. Ja, du wirst noch weich irgendwann und läufst dann in rosa Anzügen rum. So, aber ich habe da noch ein Pünktchen gekriegt, oder was? Tatsächlich? Okay. 1016, das könnte ich denn jetzt noch verteilen. Die habe ich alle jetzt. Wurfwaffen. Ja. Weiß ich nicht. Schweres Schwert. Komm, machen wir mal das. Fangen wir damit mal an. Haben wir zumindest mal eine 5-Treffer-Kombo. Wenn wir so ein Ding mal in die Hand nehmen. Hier können wir eh nichts mehr machen. Was haben wir hier noch? Oh, das dauert noch eine gute Weile. Vielleicht wenn wir diese Küchengeräte mal fertig haben. Ach, hier mal noch was. Okay, gibt es auch noch ein Achievement, wenn man alles hier erreicht hat. Ich glaube, das Einzige, was mir noch fehlt... So, dann gehen wir mal nach Hause. Komm, Gecko. Wir haben heute genug die Leute geärgert. Und Giegler gekillt. Wo ist er denn? Komm, bei Fuß. Hopp, hopp. So, dann kleinen Fädchen. Jetzt gehen wir mal nach Hause. Zu unserer Frau. Und sagen hier, was wir für einen erfolgreichen Tag hier wieder erlebt haben. Ziehen unsere vollgeschwitzte Rüstung aus und legen uns ins Bett. Yummy. Ich war Coco. Du hast Nachtschicht oder was? Ja, ich bin's. Siehst du das? Ach, der Helm. Ja, okay, sorry. So, dafür, für den Schreck habe ich aber was für dich. Hier eine leckere. Oder? Kaktusfrucht, ja. So, lass es dir schmecken. Komm, wir gehen ins Bett, Gecko. So, das sollte die auch machen. Beziehungsweise, je nachdem, wenn ihr jetzt gerade in einem 40-Tonner-Truck sitzt und das anschaut über Handy, solltet ihr jetzt nicht ins Bett gehen, aber. Später irgendwann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich suche mir das Bett und bye bye. Warum ist hier kein Bett?